Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Hometown Farming. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, ihr Schlinglings. Ja, und wie gewohnt diese Woche, ja, aus dem Livestream vom letzten Dienstag, weil ja der Sabaton hielt dann doch etwas länger an, als ich gedacht habe. So, deswegen live. Ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid und lasst euch die Folge gut schmecken. Ja. Ah. Keine, da. Was? Warum habe ich keine? Ja, warum hast ich keine du keine? Hatte? Ja. Ja. War ein bisschen warm am Kopf, hm? Ach, vergessen. War warm. Okay. Was jetzt? Ari, die machen sich über meine Stoppeln lustig, die jetzt endlich wieder wachsen. Ja, da können wir hier auf dem Feld einen Stoppelsturz machen, wenn wir sie wegrasieren, oder? Vermehrt sich, wa? Entschuldigung. Das ist halt echt unglaublich. Also ich würde ja einen Strich gut in den Reihen tätowieren, aber gut. So, wollen wir jetzt mal uns dein Problem an? Ja. Los. Was hast du denn jetzt? Also Peter, also fürs Erklären, also nochmal, also ich bin sehr geplättet. War ich auch, als ich das gesehen habe. Das glaube ich dir. Aber wenn du gerade mal hier bist, darf ich dich noch um eine Frage bitten. Bitten, danken. Geht's dir gut? Ist jetzt ein bisschen zu warm? Ich meine, die Hitze derzeit ist schön heftig, ja, aber geht's dir gut, Peter? Soweit. Ah, okay. Ja, logisch, freilich, wir sind weltoffen. Ich bräuchte ein Angebot für einen Anhänger, für einen Bergmann HTW 65. Der Peter Kern, was war's? Kannst du das bitte nochmal sagen? Ich gehe schon mal rüber, die Dreier. Ja, ich komme sofort, ja. Kurt, ich nehme dich mit, komm mit, steig ein. Ich würde es nicht machen, Kurt. Kurt, komm mit. Warum nicht? Fahr du lieber. Naja, macht er doch nicht besser. Ja, das Gesicht, das versieht sich doch nach hinten. Fährt er extra langsam. Guck dir das also an, jetzt fährt er extra. Das ist ein... Das ist unglaublich. Wenn er gleich ankommt, hat er zermatschte Fliegen auf der Heckscheibe. Ja, wahrscheinlich. Kannst du mir... welcher Anhänger soll das sein? Da kann ich nämlich nachgucken und kann eine Bestellung dann auslösen. Ja, das wäre der... Bergmann HTW 65. 65? Ja, genau. Okay, irgendeine Sonderausstattung? Tatsächlich würde ich den gerne mit Breitreifen wollen und mit Abdeckung. Mit Breitreifen Trelleborg? Ja, Trelleborg Breitreifen und mit Abdeckung. Okay, habe ich mir kurz ins Tablet mit eingeschrieben und löse ich dann mit aus. Also quasi werde die Bestellung dann mit angeben und lass mich also kurz durchrechnen. Also nächste Woche könnte es da sein. Ja, das wäre nämlich super, weil ich habe nämlich echt sehr viel Zeug an den Landhandel zu verkaufen. Ja. Wir können auch holen, Peter, wenn dir das lieber ist. Also dann das muss geht, ich eine das, Liste das geht mal auch. Dann also, würde ich mal eine Liste erstellen, was ich alles habe. Und die würde ich dann mal euch zukommen lassen. Ja. Und dann macht er mir einen Gesamtpreis und dann könnt ihr das auch dann hier abholen. Mhm. Klar, also wie gesagt, also das Holen, das kostet nichts, ne? Weil du bist ja an uns was, ne? Das ist kostenlos, ganz klar. Willst du dann den Anhänger jetzt trotzdem noch haben, zur Sicherheit, falls wir mal nicht können oder falls wir mal anderweitig unterwegs sind oder wie ist es da? Also man muss ja sagen, du brauchst ja den Anhänger sicherlich nicht nur, um zu uns zu fahren. Lass mal hinten auf den Hof gehen, ich habe nämlich noch 2-3 Sachen zu verkaufen, die ich einfach nicht hier benötige. Okay, Peter, sag mal, trainierst du neuerdings? Warum? Dein T-Shirt ist gerissen beidseitig. Ja, ich war tatsächlich laufen. Ja. Und auf der Hände? Im Handstand? Unfreiwillig ist das passiert, ja. Auch. Also, bist du gefallen oder was? Ja, auch. Oh, ja. Ach, das? Oh. Aber gut, das. Naja. Soll ich die Schmerzen rausmassieren? Nee. Schmerzen habe ich keine. Das ist kein Problem, Peter. Ich kann das. Ich hab das mal zwei Jahre so nebenbei, bitte was. Ja, das glaube ich. So, also wir sind jetzt schon wieder beim Ort des Geschehens. Ja, ich sehe es. Und zwar hier der Krampe. Halfpipe. Ja. Ganz genau, den hätte ich zu veräußern. Okay. Dann, wenn ich den neuen Anhänger bekommen würde, dazu dann noch diese Schaufel. Ja.
Und dann, ja, dann müssen wir gerade nochmal ganz weit hier rüber gehen. Ja, es gibt Probleme. Auch durch. Kein Problem, es ist nur ein warm, wenn ich renne gerne an der Sonne rum. Ja, ist kein Problem. Hier ist noch ein bisschen Schatten, muss man hier mal ein bisschen hergehen. Ich renne doch jetzt nicht hin, ich renne jetzt nicht zickzack über deinen Hof. Wir können auch hier hinten hingehen. Wenn ihr warm, nee, wenn ihr warm ist. Vergiss es, Peter. Ich kann ja auch mal gerade. Ja. Nee, alles gut, Peter. Nee, lass mal nur. Ja, gut. Ich meine ja alles, nur. Nee, alles gut. Ja gut, aber komm, dann gehen wir mal gerade noch hier rüber, weil ich hatte ja die John Deere, den John Deere, die zwei John Deere hier verkauft, was ich vergessen hatte, und zwar den Frontlader, den brauche ich ja nicht, ich brauche keinen Frontlader mehr. Brauchst du nicht mehr? Nö. Ja? Nö. Ja, also das wird dann auch mit weg. Ganz genau. Ja, Mit Paletten, Gabel. Und ja, also das wäre jetzt erstmal, wie gesagt, also der Frontlader mit Palettengabel, die Schaufel und die Mulde hätte ich zu verkaufen. Und dann wäre es halt gut, wenn noch der neue Anhänger, der Bergmann, noch dazukommen würde. Ja. Dann wäre ich zu weitestgehend erstmal aufgestellt. Ja. Vielleicht kann es in Zukunft sein, dass ich noch einen Telelader brauche oder so. Aber wer weiß. Ich weiß auch noch nicht, wie lange ich hier bin. Okay. Du, ja, Peter, pass mal auf, da habe ich sowieso mal eine Frage. Sagt dir ein gewisser, sagt dir Herr Becker irgendwas? Becker? Mir? Ja. Nein. Also noch nie gehört, warum? Sagt dir nichts. Ist der neu hier, oder? Hast du vielleicht irgendwie vor, deinen Hof hier zu verkaufen oder so? Ich meinen Hof zu verkaufen. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Das ist jetzt eigentlich so mal nicht geplant. Nur bei mir stehen sehr wahrscheinlich beruflich ein paar Veränderungen vor und ich weiß noch nicht, wie lang ich eventuell hier noch machen kann. Okay. Weil ich sehr wahrscheinlich die Region wechseln werde. Oder ich bin mehr oder weniger gezwungen, sehr wahrscheinlich wegzugehen. Das weiß ich aber noch nicht. Warum? Hallo. Ja, hallo. Ja, aber warum komisch, gezwungen? Komisch dann, wenn ich irgendwie was aus der Tasche plaudere, dann steht es wieder alle dann kommst du alle wie die Schmiss fliegen. Ja, ja, das ist ja Wahnsinn. Ja, warum gezwungen, Peter? Nee, also... Wer zwingt hier wen? Oh, Harry, ich da, es wird geht ums Zwingen. Komisch. Dann ist der wieder da, dann dreht der wieder alles rum. Ja, danke. Danke, Peter. Danke, Peter. Vielen Dank. Aber apropos rumdrehen, wir haben es geschafft. Also, ich habe das mit Günni jetzt... Wir haben es gedreht. Ihr habt es gedreht. Absetzcontainer ist abgesetzt. Wer hat Mau Mau gesagt? Unglaublich. Was? Warum Mau Mau? Ich verstehe es auch nicht, was damit Mau Mau hat. Ich weiß es nicht. Günther weiß, was ich meine. Ja. Nee, aber was, funktioniert es jetzt? Habt ihr es hinkriegt oder was? Ja, alles gut. Harry, Harry. Also Peter, dein Fass ist voll und der Absatzcontainer ist voll. Und ich tue das korrigieren auf 48.000 Liter. Ah, super, alles klar, dankeschön. Sind ein paar Liter daneben gegangen. Ich gebe dir einen kleinen bisschen Rabatt. Echt gut. Und ich runde ab. Ich kenne einen, der das sauber machen kann. Ja, genau. Unser kleiner Tauchsieder. Ja, Jungs, kurz, mit dir muss ich nachher sowieso noch mal reden. Ja. Aber ich wollte mit Peter, also das ist schon ein bisschen eher so, also so ein bisschen privat. Ari, ich brauche meinen LKW. Könntest du ein bisschen nach meinem LKW gucken? Ja, warte, du, Kurt. Ja, ja. Warte, komm mal mit, Kurt. Komm gleich mit, Kurt, komm mal her. Ja, ich bin da. Komm her. Ja, pass mal auf, kannst du mal bei mir an Händler fahren und kannst du mal hier die Durchsicht, die Papiere noch fertig machen für Gigi seinen komischen LKW da? Ja, mache ich. Hau da einfach bloß, ich hab schon, da liegt der Vordruck drin, hau da einfach bloß einen Stempel drauf. Ja, mache ich. Das ist schon, weil die Bude kannst du sowieso, da ist Sodom und Gomorra, da kannst du sowieso vergessen in 3 Tagen. Ist der hier orange-grüne oder was? Ja, der orange-grüne, der steht bei mir in der Halle drin, die Bude. Ja. Pass auf, der Anhänger geht zwar noch halbwegs, aber die Bude, guckst du dir an, Drecksch und Specksch, der hält sowieso nicht mehr lang. Ja, was denn, das halt weg oder was? Nee, wegen der Durchsicht und allem drum und dran. So das normale Zeug, das passt ja, das hab ich ja vorgestern schon durchgeguckt, das ist ja alles gut. Aber
tiefgründig, aber auch sie da gar nicht gucken. Alles klar, mach ich fertig. Dann treffen wir uns beim Händler, warte ich auf dich. Ja, kannst du machen. Ja, ich komm dann, dann. Mein Bulldog habt ihr vorne stehen, ne? Ja, wunderbar. Ja, ja, der steht vorne. Ja, nee, machen wir es. Alles klar, alles gut. Bis dann. Okay. Haben wir es jetzt dann da drüben? Macht's gut, ja, Männers. Ist ja gut. Fahr mit. Meine Herren, was ist denn mit wohin? Dir? Ja, zu deinem LKW. Junge, Junge, Junge. Okay. Nee, was denn? Ah, Peter. Gott, komm mit. Peter, jetzt mal ohne Flachs. Schon mal der ist schon ein bisschen was nervös, kann das sein? Ja, immer das und zweitens, der ist ja schlimmer als ein Tauchsiedler. Also manchmal, also so gut, wie er mit seinem Bauhof klarkommt und allem drum und dran, wirst du aber, oh nee. Gut, ich meine, wenn du da Erfahrung hast mit dem Tauchsiedler, gut, dann musst du das wissen, aber... Ja, der, egal welches Gespräch ich mit zum Beispiel, guck mal, Schillin zum Beispiel, ja, unsere Bürgermeisterin. Egal welches Gespräch ich mit dir führe oder, es dauert maximal 5 Minuten, ja, entweder ruft er an oder der steht auf einmal da und ningert rum und, ich kann ich bald nicht mehr hören. Das ist anstrengend. Aber Peter, jetzt mal wirklich zu dem wichtigen Ding. Du willst uns verlassen? Ist das dein Ernst jetzt? Du willst komplett weg oder was? Ja, das weiß ich noch nicht. Es kann sein, dass ich eine Weiterbildung mache. Und dafür muss ich dann sehr wahrscheinlich erstmal weggehen. Okay. Und da kann ich sehr wahrscheinlich hier das alles gar nicht weiterführen. So, aber ich kann da auch noch nicht mehr zu sagen. Erstens, weil ich selber noch nicht mehr weiß. Mhm. Anträge sind gestellt und alles weitere muss ich abwarten. Ich habe zwar mal im Bekanntenkreis mal nachgehorcht, ob es da vielleicht jemanden gibt, der Interesse an einem Hof hätte. Mhm. Aber ich persönlich habe jetzt nicht in irgendeiner Form gesagt, dass der Hof zum Verkauf steht. Also auch eben mit dem Namen, der sagt mir gar nichts. Wo soll ich den kennen? Ja, keine Ahnung, Thomas. Wer ist denn Thomas? Ist hier noch einer? Okay, also du hast keinen zweiten Namen mit Thomas? Ich? Nee. Also zweiten Namen schon, aber der steht nicht um Perso drauf. Was hast du denn für einen zweiten Namen? Michael. Okay, Peter, pass mal auf. Du hast auch keine irgendwie Annonce geschalten oder irgendwas anderes. Einfach mal so, was weiß ich, vielleicht hast du geschlafwandelt oder so, also nichts gemacht oder so. Das kommt mir halt so ein bisschen irgendwie gerade so vor wie so ein Verhör. Harry, was ist los? Naja, wie soll ich sagen? Die Bürgermeisterin? Schwitzt du? So ein bisschen. Ist ja warm, ne? Weil es stehen zwar im Schatten, aber schnittische knapp 30 Grad. Es ist halt physisch. Ja. Ja, pass auf. Also, womöglich kam die Julien letztens so vor ein paar Tagen mit einem Handbäcker vorgefahren. Und sagte so, dass der Herr Bäcker sich so mal einen Hof angucken will. Und ich habe mir gedacht, gut, es ist jemand Neues, ich habe gerade nicht viel zu tun, ich war neugierig, wie immer. Und habe mich da einfach mal mit reingesetzt bei meinem Bäcker und bei der Julien. Und dann sind wir halt so in Richtung deines Hofes gefahren und waren dann halt hier bei dir am Hof. Und ja, dann meinte der Herr Bäcker halt so, dass der Hof wohl zum Verkauf steht und dass er wohl hätte da mit dir irgendwie gesprochen oder so und oder einen Anruf gekriegt und er sich das halt so anguckt und dann wahrscheinlich kaufen will. Mit mir? Ich kenne den Typ doch gar nicht und zweitens mal irgendwie zum Verkauf, da wüsste ich selber doch was von. Sei doch mal ehrlich, wenn dein Landhandel zum Verkauf stehen würde, dann wärst du doch der Erste, der davon Bescheid wissen würde, oder? Zur Hälfte ja, weil wie gesagt, Teilhaber, ja. Ja, oder der Ja, ja, ich weiß, Händler. Was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ja, theoretisch, ja. So. Ja, also, so. Ich habe nur mal bei mir im Privaten in der Gruppe gesagt, so und so sieht das aus und Interesse bekundet oder eher gesagt mal, sag mal, die Angeln ausgeschmissen. Aha. Und ja, bisher hat sich bei mir persönlich noch keiner gemeldet. Okay.
Aber jetzt, wo du sagst... Ja? Also, vielleicht... Ja? Ja? Vielleicht muss ich da auch mal... Ich... Ja? Ich war ja nicht immer Landwirt. Okay. Was sonst? Ich war ja früher auch mal in einem Kegelclub. Im Kegelclub? Ja. Okay. Und da haben wir mit einigen, ja, wie soll ich sagen, das eine oder andere Gespräch geführt, was man vielleicht mal machen könnte beruflich. Ja. Und da gibt es einen, der ist dann von der Bildfläche verschwunden, den hat man dann nicht mehr gesehen. Er ist gestorben. Das weiß ich nicht bis heute. Und wir wissen alle nicht, was der für einen Beruf gemacht hat. Man munkelt, dass es jemanden gibt, der sich körperlich komplett verändert hat, aber keiner weiß, wie der aussieht. Aha. Und versucht jetzt anscheinend irgendjemanden nachzumachen oder nachzuäffen. Ich weiß es nicht. Also ich habe auch keinen Bruder, aber das, wenn ich, also ich, ja, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht so schlau aussehe. Ja, ne? Aber, ja. Nein. Ja. Aber ich reime jetzt mal was zusammen. Ja. Dann mach mal mit dir. Was wäre denn jetzt, wenn da so einen gibt oder aus meinem Bekanntenkreis, ja, der sich so verändert hat, das geht ja alles heutzutage, ne? Du kannst ja von heute auf morgen kannst ja auf einmal irgendwas sein. Du bist doch vielleicht, ja. 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 Sondern sieht der genauso aus wie ein anderer Toaster. Und wenn der dann auch noch auf die Idee kommt, ja, und versucht jemanden zu manipulieren oder sich als der auszugeben, ja, weil ich habe mich schon, das ist doch alles total kurios, Harry. Guck doch mal, wie das hier anfing. Was war denn hier auf der Wiese da mit dem Dings, mit dem Zaun, der da in den Mähwerken drin war? Da denke ich ja immer noch, dass es der Herzog war. Das habe ich dir aber damals gesagt, weil der ist ganz komisch. Ich glaube nicht, dass das der Herzog war. Ich glaube schon, weil ich habe mit dem Herzog alles... dort oben nur Probleme bei unserem Bau. Ja, ich habe ja mit keinem hier Probleme. Ja, schön. Aber ich habe ja auch hier und da mal, wo ich da mal weg musste, ja, da war einfach nur, weil ich noch alte Sachen noch holen musste aus der Gemeinde. Ja. So. Und wie gesagt, also das ist total kurios. Ich stelle mir das jetzt total wirr vor. Weil... Entschuldige, also ich will ja da nicht zu nahe treten, aber du guckst nicht manchmal zu viele Filme. Ich verstehe schon deine... Ja, ich frage ja nur, weil ich es schon... Ich bin hinten in der Heutrocknung, ich habe noch nicht mein hier ein Hüschen stehen. Ich weiß, du hast keine Hose, aber du hast so eine Hose an. Ein Hüschen, ein Haus. Haus, ja. Ein ja, Bett, Haus. Ein Haus, wo mein Bett schläft. Siehst du, jetzt, wo du wieder so komisch quatschst, wegen deiner Heimat und ganzen Döns, das hat der nämlich auch gesagt. Der hat ganz komisch am Telefon geschallert. Ach. Ja. Und deswegen fragst du dich ja. Moment. Wie war der jetzt? Ja, aber Moment. Ja. Mein ganzer Kumpelskreis, der kam ja auch alles bei mir da aus der Ecke. Aber du hast ja eben, du hast eben einen Namen gesagt. Wie heißt der? Ja, Thomas. Thomas. Ja, aber nicht anders. Ganz anders. Nee. Also ich habe keinen, der Thomas hieß. Nicht? Nee. Ich habe aber einen gehabt, der Alexander hieß. Aha. Und? Aber wenn der sich jetzt... Oh, das ist ja total kurios. Ja, was, jetzt komm, jetzt sag ich... Wollen wir dem mal nachgehen? Was, ich habe jetzt keinen Bock auf Wandern. Weißt du, wie warm das ist? Ja, klar, aber das nützt ja nichts. Ja, wo will ich denn hinwandern? Ja, man nicht zum Gräber. Ja, nein, aber nee, was willst du nachgehen? Wie willst du was nachgehen? Muss ich viel laufen oder, hä? Frische Bahnhof.
Stell dir doch mal vor, es gibt jemanden, der sich als mich ausgibt. Ja, da waren wir ja schon. Ja, richtig. Ja. So, aber ich kenne keinen, der Thomas heißt. Ich kenne nur einen, der Alexander hieß und der damals verschwunden ist. Hm. Und es weiß keiner, was jetzt passiert ist über die Jahre. Mhm. Wenn das so total kurios ist, dass der sich jetzt als mich ausgibt, ich glaube, da muss ich die Jolene mal informieren. Ja, okay, pass auf, Peter, wir machen so, du kannst ja die Jolene anrufen und ich muss ja noch ein bisschen weiter, ja? Dann mach das und ich halte mal meine Ohren auf. Ja, ja, halt mal offen. Ja? Ja, okay, Peter, ne, bis später. Tschö. Ciao. Also jetzt mal ohne Flachse Dusel, liebe YouTuberinos, lieber Chat. Also entweder ist dem richtig warm unterm, ja, oder er hat zu viele Filme geguckt, oder der meint das ernst. Wir wissen ja, dass der Peter nicht der Peter ist, ja. Also wir wissen ja, dass der Kern nicht der Kern ist. Wir haben ja damals das Gespräch bei der Jolene Blausch mit dem Gigi zusammen, ja. So, und jetzt kommt er damit, jetzt will der uns weiß machen, dass wir hier angeblich... Hä? Nee. Also, liebe YouTuberinos, schreibt's gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Stimmt das? Sollen wir dem Peter glauben? Sollen wir ihm vertrauen oder nicht? Oder? Ich habe keine Ahnung, ohne Flachs und Dusel. Ja, schreibt's gerne in die Kommentare, ihr Lieben. Lasst das Däumchen da. Und in diesem Sinne, tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal.